Hier ist der Kopfbahnhof unter den YouTube-Kanälen der Prellbock unter den Simulator-Spielern. Hier ist Trains and Play. Ich begrüße euch ganz herzlich von der ÖBB oder mit der ÖBB oder aus der ÖBB 1063 von RSSLO von der Strecke Tirol-Brenner, ebenfalls von RSSLO. Ich darf euch ganz herzlich vor allen Dingen dazu begrüßen, dass ich nämlich hier diese Lok vorstellen darf. Da habe ich nämlich einen Key bekommen von DTG aufgrund der Tatsache, dass die 1063 seit Mitte Mai ungefähr mittlerweile erhältlich ist auf Steam. Die Lok gibt es an sich schon etwas länger. Ich glaube, RSSLO hat Anfang 2020 bereits die 1063 veröffentlicht und zwar auf deren eigener Webseite und jetzt ist es aber auch mittlerweile bei Steam erhältlich. Ein kleiner Disclaimer von vornherein. Der Aufrüstvorgang der 1063 ist sehr, sehr kompliziert. Ich habe den definitiv nicht auswendig gelernt. Ich muss ins Manual reingucken, immer und immer wieder. Das dauert ein paar Minuten. Ich würde sagen, so um die 5 bis 10 Minuten. Wer sich das nicht geben möchte, ich habe unten Kapitel eingefügt. Genau, ich habe unten Kapitel eingefügt. Wer das überspringen möchte, kann das gerne machen. So, einmal eingestiegen. Wir haben tatsächlich schon Ausfahrt, müssen jetzt aber erstmal die Lok nach und nach langsam aufrüsten und dann in Richtung Innsbruck fahren. Also, was machen wir zuallererst? Es gibt da im Manual gibt's da einen ungefähr 20 Punkte langen Startprozess, eine Startprozedur, die da beschrieben wird. Zunächst müssen wir nämlich die Batterie einschalten. Dazu müssen wir einmal uns zum Batteriepanel bewegen. Das ist, glaube ich, das hier. Da, von hier aus können wir das ganz gut machen und da einmal Batterieschalter auf. Genau. Auf die 1. Als nächstes müssen wir den Kontaktschlüssel einfügen und einschalten. Das machen wir nicht auf dem Pult, sondern an diesem Pult hier. Der Kontaktschlüssel ist hier vorne und den drehen wir auch. Sehr gut, dann haben wir das schon mal gemacht. Als nächstes müssen wir den Stromabnehmer Kontaktschlüssel wechseln. Dazu müssen wir einmal hierhin und der Stromabnehmer Kontaktschlüssel ist hier. Den drehen wir jetzt einmal rum. Haben wir jetzt gerade gemacht. Als nächstes muss der Stromabnehmer gehoben werden. Dazu gehen wir wieder zum Hauptpult, nämlich hier. Und der Stromabnehmer ist hier zu finden. Oder war das richtig? Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal gucken. Heben Sie den Stromabnehmer. Der Druck für das Apparateluft sollte 5 Bar oder mehr betragen. Schalten Sie den Hilfskompressor. Achso, ja gut, den Hilfskompressor müssen wir einschalten, um den Druck zu erhöhen. Hilfskompressor. Das ist einmal hier unten und zwar hier. So, da wird jetzt Luft gepumpt.
können wir auch na, wo können wir das denn sehen? Wildes Rumgedreher. Naja, auf jeden Fall reicht das. So. Und dann können wir uns jetzt hier wieder zu dem Tisch hindrehen. Und genau. Der Stromabnehmer ist oben. Als nächstes müssen wir den Hauptschalter einschalten. Der Druck für den Hauptschalter sollte 7,5 bar oder mehr betragen. Schalten Sie den Hilfskompressor ein, um den Druck zu erhöhen. Ich glaube, der Druck ist hoch genug, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher müssen wir den Hauptschalter einschalten. Und das machen wir einmal hier zu dem Pult gedreht. Und der Hauptschalter ist dann hier. Na, das klang jetzt aber noch nicht passend. Vielleicht müssen wir doch noch mal ein wenig den Hilfskompressor arbeiten lassen. So, und jetzt aber ich hoffe, das hat gereicht. Es klingt jetzt ehrlicherweise nicht so. Ich gucke noch mal ins Manual. Aber theoretisch einmal hier rüber gelunzt. Doch, das passt eigentlich von der Luft, vom Luftdruck her. Hoffen wir mal, dass das geklappt hat. Okay, wir sind noch lange nicht durch mit dem Aufrüsten. Schalten Sie den Hauptkompressor ein. Schalten Sie es auf A wie automatisch. Der Hauptkompressor ist wo zu finden? Der Hauptkompressor ist auf dem Hauptpult zu finden, nämlich auf diesem hier. Und zwar hier. Das klingt doch schon mal so, als wenn das Ding leben würde. Schalten Sie das Direktbremsluftventil ein. Das Direktbremsluftventil findet sich hier hinten und ist das hier. So, Lockbremse ist jetzt aktiviert, würde ich jetzt mal sagen, mehr oder weniger, sehr vereinfacht dargestellt. Stellen Sie die Aktivierung des Zugbremshebels auf D. Zugbremshebel auf D. Das müssen wir hier machen. Und der Zugbremshebel ist der hier. Genau, den einmal auf D umgestellt.
Dann schalten Sie das SIFA-Luftventil ein. Das ist wieder hier hinten. So, nämlich hier. Und das SIFA-Luftbremsventil ist das hier. Jetzt steht da PZB an. Okay. Das soll bestimmt so. Hier sehen wir hier das Notbremsventil. Notaus ist hier übrigens auch mit verbaut. Okay, dann sind wir beim nächsten Schritt angekommen. Stellen Sie die Aktivierung des Zugbremshebels auf I. Der Zugbremshebel dazu einmal wieder hierüber. Und dann, ich hoffe, das ist jetzt der hier. Müsste aber, glaube ich, so sein. Federspeicherbremse freigeben. Das wäre dann hier. So, Federspeicherbremse ist freigegeben. Wählen Sie die Fahrtrichtung auf dem Pult, an dem Sie fahren möchten. Wir möchten nicht in diese Richtung fahren, sondern hier mit diesem Pult in diese Richtung. Und da wählen wir die Fahrtrichtung, also der fahrtdynamische Bremsehebel muss auf Strich stehen, auf dem Strich. Das ist auch hier der Fall, da ist der Strich. Und das SIFA-Luftventil muss eingeschaltet sein. Okay, das ist beides gegeben. Dann können wir jetzt die Fahrtrichtung auswählen, nämlich Vorwärtsfahrt. Genau, das Pult ist jetzt aktiviert. Den Zugbremshebel lösen. Der Druck im Hauptbehälter sollte ausreichend viel Luft haben. Die Aktivierung des Zugbremshebels muss auf I stehen. Zugbremshebel steht, glaube ich, auf I. Genau. Können wir jetzt den Zugbremshebel lösen? So, ich hoffe, das ist jetzt gelöst. Aber ich gucke es nochmal ganz kurz im Manual nach, ob das jetzt richtig war. Genau, Zugbremse ist. Oh. Hat mich das jetzt erschreckt? Ja, doch, war aber schon richtig so. Jawohl, doch, doch, das ist okay. Lösen Sie die Direktbremse. Die Direktbremse ist das Teil hier, glaube ich. Ja, auf jeden Fall die von den Sounds her nicht schlecht. Schalten Sie den Scheinwerfer an. Scheinwerfer ist hier auf dem Hauptpult vorzufinden. Da. Und zwar machen wir erstmal das Instrumentenlicht ein bisschen höher. So. Und der Scheinwerfer ist, dann wählen wir mal vorne dreimal weiß und hinten zweimal rot. Okay, das war jetzt genau falsch. Ist das so gemeint? Nee, auch nicht. So vielleicht.
Genau. Oh, aber jetzt ist bei der Lok hinten. Nee, so dann auch nicht. Wie schaffen wir es das bei der Lok? Nee, falsche Richtung. So, genau. So wollte ich das haben. Perfekt. Okay, dann haben wir das gemacht. Schalten Sie die Lüfter ein. Werden wir machen. Dazu einmal zu unserem Fahrtisch zurück. Und der Lüfter ist das ist, glaube ich, hiermit gemeint. Dann haben wir den Lüfter eingeschaltet. Die ÖBB 1063 ist jetzt abfahrbereit. Dann machen wir die SIFA noch an. Ne, wobei. Oder? Die SIFA ist jetzt aus. SIFA an. Lassen wir die SIFA aus. Wir wollen uns ja hier so ein bisschen jetzt mal auf die Lok konzentrieren. Was auch noch ganz interessant zu wissen ist, der Zugfunk lässt sich hier übrigens auch bedienen, hier vorne. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Einstellungen, die man vornehmen kann, aber da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Gucken, wie der überhaupt angeht. Also, ihr seht, das ist auf jeden Fall interaktiv, das macht auch Geräusche. Da ist der Zugfunk, jetzt ist er wenigstens an. Ich werde da jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Ich würde sagen, wir haben lang genug jetzt hier mit Aufrüsten und so verbracht. Dann würde ich sagen, schalten wir mal Leistung auf und fahren los. Die ersten Meter. Boah, gruselig. So, das ist die PZB. Einmal die Tasten durchprobiert. Und dann müssen wir als nächstes in Innsbruck halten. Und, oh ja, ich glaube, ungefähr 20 Minuten dauert das. Vmax 100 km/h. Ich weiß nicht, ob unsere Wagen da irgendwie was vorgegeben haben. Die sehen jetzt nicht besonders schnell, ehrlicherweise aus. Muss einmal ganz kurz hier an den Wagen gucken, ob da irgendwas vorgeschrieben ist. Ich kann es hier nicht entziffern. Da sind die Texturen zu schwach. Ah, ich glaube 120. Steht hier was? Na. Auf jeden Fall auch sehr schöne Wagen übrigens, sehr schöne Güterwagen. Auch wenn die Texturen, wie gesagt, jetzt nicht perfekt sind, aber ist ja auch egal. 100. Wir fahren 100. Schalten wir Leistung auf. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt hier erstmal mit. Ach, wir dürfen sogar mit 80 ausfahren. Aber wir fahren mit ungefähr 40 aus.
Ja, wir haben hier ein etwas älteres PZB-System übrigens verbaut. Hier die PZB, das PZB-System I60. Was bedeutet, dass da hauptsächlich auf einen Zeitgeber reagiert wird. Aber an sich von den Knöpfen, von der Logik her recht ähnlich wie die PZB90, also unser vertrautes PZB-System. Was war das? Das ist natürlich immer wieder gruselig. Was sagt das hier noch gleich? Hauptschalter raus? Stromabnehmer runter? Wo nehme ich denn hier den Hauptschalter raus? Ja. Okay, das war jetzt natürlich das mit der Trennstelle. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Hier ist auf jeden Fall der Stromabnehmer. War dann noch gleich der Hauptschalter? Na, zum Glück ist das nicht simuliert. Da vorne sehe ich eine Beeinflussung voraus. Stellen wir uns mal hier auf die Seite. Schön hier durch die Alpen zu fahren. Noch ein 1063. Doppeltraktion sogar. Also ich bin mit den österreichischen Vorsignalen nicht so ganz firm, deshalb weiß ich da nicht so ganz, was zu bestätigen ist und was nicht. Daher bestätige ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig. So, das nächste Signal scheint auch grün zu sein. Sehr gut. Geschwindigkeitsüberschreitung. Oh. Nehmen wir hier die E-Bremse. Aber nicht zu stark, wir wollen nicht entgleisen. Warum gibt es eigentlich in Deutschland so unglaublich selten Rangierloks mit Stromabnehmer? Gibt es, glaube ich, nahezu nirgendwo, ne? Ganz, ganz wenig. Ich glaube, die S-Bahn Hamburg besitzt so eine Rangierlok, aber ansonsten in Deutschland ist das echt nicht gang und gäbe. So, ab da vorne gleich 80. Hier gelten 80. Okay, Langsamfahrt zu erwarten. Da springt auch die PZB an. Ich weiß gar nicht, in welcher Zugart wir uns befinden. Da gehe ich mal lieber auf unter 55. So.
Wir sind schon, glaube ich, so mehr oder weniger im Großraum Innsbruck. Okay, wir haben halt zu erwarten. Wir lösen einmal die E-Bremse aus. Und sind jetzt gleich hier schon in Innsbruck am Güterbahnhof. Übrigens eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich war hier schon mal vor gar nicht allzu langer Zeit. Auch mit dem Zug dahin gefahren, mit dem Nightjet. Das allererste Mal für mich im Nachtzug unterwegs gewesen. Absolut empfehlenswert. Und die Stadt an sich auch total empfehlenswert. Wunderschön gemacht. Also, was heißt gemacht? Als hätte sie jemand erbaut. In diesem Sinne. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber an sich eine wirklich wunderschöne Stadt. Hier oben die Bergkette der Havelöcker. Wundervoll. Kann man ganz, ganz viel und gut und herrlich seine Zeit da oben verbringen. Das macht ganz viel Spaß. Und auch der Innsbrucker Hauptbahnhof. Wirklich schön. Schön, was man da so an Rollmaterial übrigens sehen kann. Das erste Mal für mich, dass ich, glaube ich, aktiv wahrgenommen die City Shuttle gesehen habe. Auch wirklich eine tolle Zuggattung. Und wie gerne ich mir tatsächlich hier diese Strecke wünschen würde. Oder irgendeine andere österreichische Strecke, so schön in den Bergen für den TSW. Das wäre doch was. Der Nightjet fährt von der anderen Richtung ein, kommt aus Deutschland, kommt. Ja. So. Und dann. Oh, interessant. Der Fahrweg, den wir hier einnehmen. Wir müssen jetzt gleich auch hier anhalten. Und da endet auch übrigens unsere Fahrt. Aber das wird nicht die letzte Fahrt auf Innsbruck. Auf Tirol-Brenner sein. Ganz im Gegenteil. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Das ist gar nicht Tirol-Brenner. Was sage ich denn da? Das ist Innsbruck. Doch, das ist Tirol-Brenner. Nee, das ist nicht Tirol-Brenner. Ist ja auch egal. Das ist, glaube ich, Tirol-Brenner. Ich habe noch eine andere österreichische Strecke von RSSLO. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden wir demnächst im Train Simulator definitiv wieder zum Land, zum Reich der Öster zurückkommen. Und uns da definitiv noch ein bisschen hier was angucken. Noch so ein paar Personenwagen. Lässt sich irgendwie das Fenster öffnen? Nee. Müssen wir mal gucken, wo das Signal steht. Da vorne. Ich glaube, wir können auch schon mehr oder weniger anhalten. Da übrigens die Sprungschanze. Ah, ich hab Quatsch erzählt. Wir sind praktisch aus der Richtung, ja, wenn man so möchte, aus Richtung Deutschland nach Innsbruck gefahren. Und hier geht es dann weiter runter, weil hier die Sprungschanze ist. So. Nutzen wir die E-Bremse. Und aber auch die Zugbremse. Genau. Genau, und hier ist dann praktisch, hier ist der Havelöcker. Diese Bergkette, die Nordkette, die heißt das, glaube ich. Und hier geht es dann weiter runter. Toller Job. Ja. Toller Job. Das ist doch mal schön, zwischendurch gelobt zu werden, oder? Ich bedanke mich fürs Zusehen.
Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe.